Dann rufe ich auf den nächsten Punkt 77, Aktuelle Stunde, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Antisemitische Übergriffe sind vollkommen inakzeptabel. Gemeinsam mit dem Punkt 79, Antrag Aktuelle Stunde, Fraktion der CDU. Flagge zeigen gegen Antisemitismus auch in Hessen. Und 91, der Dringliche Antrag der Fraktionen der CDU, Bündnis 90 Die Grünen, SPD und Freie Demokraten. Drucksache 20-5801. Und es beginnt mit Redezeit 37, die Frau Kollegin Goldbach, Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Die sichere Existenz Israels liegt im nationalen Interesse Deutschlands und ist somit Teil unserer Staatsräson. Diesen Satz hat Rudolf Dressler, er war Botschafter in Israel, von 2000 bis 2005 geprägt. Und dieses Bekenntnis wurde und wird immer wieder erneuert, auch von Angela Merkel, z.B. am 18. März 2008, als sie vor dem israelischen Parlament eine Rede gehalten hat. Sie sagte, diese historische Verantwortung Deutschlands ist Teil der Staatsräson meines Landes. Das heißt, die Sicherheit Israels ist für mich als deutsche Bundeskanzlerin niemals verhandelbar. Warum müssen wir dieses Bekenntnis immer wieder erneuern? Nun, weil 60% der Bevölkerung in Deutschland nach einer Umfrage der Bertelsmann Stiftung keine besondere Verantwortung für das jüdische Volk sehen. Ich wiederhole, 60%, das ist deutlich mehr als die Hälfte in Deutschland. Wir müssen daran arbeiten, hier wieder einen breit getragenen Konsens herzustellen, dass die historische Verantwortung Deutschlands gegenüber Israel immer wieder neu mit Leben gefüllt wird. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, neben der Staatsräson können wir als Zivilgesellschaft aber auch sehr konkret unterstützen, nämlich diejenigen, die sich in Israel für eine friedliche Lösung einsetzen. Während in Tel Aviv und Gaza Bomben fielen, Raketen, sie unter Beschuss waren, haben sich Araber und Juden spontan versammelt. Sie haben den Aufruf, wir weigern uns, Feinde zu sein, in die Welt hinausgerufen, zum Beispiel in der Negev-Wüste. Da haben sich Juden und Araber in einem Beduinenzelt versammelt. Und Beobachter berichten, dass sich Trauer und Verzweiflung über die aktuelle Situation gemischt haben, mit dem festen Glauben daran, dass es doch eine Alternative zu Hass und Gewalt gibt. Diese Menschen sollten wir wahrnehmen, wir sollten sie unterstützen. Gerade sie brauchen unsere Solidarität. Eine Solidarität auch ohne Fahnen, eine Solidarität, die durch keine Staatsräson der Welt geleistet werden kann. Für Frieden im Nahen Osten, für eine Verständigung zwischen Israelis und Palästinensern, für die Unterstützung von Arabern und Juden, die sich in Israel gemeinsam für eine friedliche Lösung einsetzen. Die Eskalation im Nahen Osten darf dagegen kein Vorwand für antisemitische Aktionen in unserem Land sein. Judenhass steht nicht unter dem Schutz der Meinungs- und Demonstrationsfreiheit. Wer gegen Jüdinnen und Juden hetzt, sie beleidigt oder sie angreift, muss mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Ich bin dem Vorsitzenden des Zentralrats der Muslime in Deutschland, Ayman Masjek, sehr dankbar für seine Worte. Er sagt, wer unter dem Vorwand von Kritik an Israel Synagogen und Juden angreift, hat jedes Recht auf Solidarität verwirkt. Die widerlichen Attacken auf unsere jüdischen Mitbürger in den vergangenen Tagen verurteile er entschieden. Wer Rassismus beklage, selbst aber antisemitischen Hass verbreite, verliere alle Glaubwürdigkeit. Es ist gut, dass wir vom Zentralrat der Muslime so klare Worte hören. Was bedeutet das für uns? Was bedeutet das für uns jetzt ganz praktisch? Wir haben das Strafrecht, das ist die eine Seite. Volksverhetzung, Beleidigung, Gewalt sind strafbar. Die Strafen müssen geahndet werden, entschieden, schnell und konsequent. Und das
ist auch ein Signal an die Jüdinnen und Juden in Deutschland. Aber wir müssen nicht dabei stehen bleiben. Strafrecht ist ein notwendiges Mittel, jüdisches Leben in Deutschland zu schützen, aber es ist auch nicht das Einzige. Ich will Ihnen mal sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen, was Meron Mendel, der Direktor der Bildungsstätte Anne Frank, geboren in Israel, aufgewachsen in einem Kibbutz, jüngst in einem FAZ-Interview dazu gesagt hat. Er hat gesagt, dass man auch versuchen muss, die jungen Menschen, die sich in ihrem Hass auf alles, was mit Israel zu tun hat, radikalisiert haben, aufzuklären, sie mit Informationen versorgen, ihnen andere Perspektiven aufzeigen. Er sagte wörtlich: Wir müssen uns bewusst machen, dass viele Jugendliche durch sogenannte Mainstream-Medien, durch Zeitungen und das öffentlich-rechtliche Fernsehen gar nicht mehr erreicht werden. In den Echoräumen im Internet, in denen sie sich bewegen, sind sie von Falschinformationen umgeben, die sie nicht hinterfragen. Und weiter: Zu uns in die Bildungsstätte Anne Frank werden von der Staatsanwaltschaft oft auch Jugendliche geschickt, die antisemitische oder islamistische Inhalte gepostet oder gespräht haben. In ihren Positionen sind diese Jugendlichen meist stark gefestigt. Aber wenn man mit ihnen spricht, dann stellen sie plötzlich doch Fragen und wollen mehr, etwa über die Hintergründe des Nahostkonfliktes, erfahren. Mit solchen Gesprächen erreicht man mehr als mit Sanktionen. Zitat Ende. Nach der Strafe muss noch etwas folgen. Und ich glaube, da können wir ihm völlig recht geben, nämlich Gespräche. Das wäre mein Wunsch, das wäre mein Traum, dass Jugendliche in Deutschland nicht gegeneinander demonstrieren, sondern gemeinsam. Gemeinsam gegen die eskalierende Gewalt, gemeinsam für den Frieden im Nahen Osten und dass von Deutschland ein Zeichen der Versöhnung ausgeht. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich möchte noch eines ganz deutlich sagen. Frieden und Solidarität finden wir nicht dadurch, dass ganze Gruppen von Menschen zu Sündenbocken gemacht werden, sondern durch einen respektvollen Diskurs, der die Grundwerte unserer Demokratie niemals infrage stellt. Denn sie sind sinnstiftend und geben uns die Orientierung dafür, wie gesellschaftliche Konflikte ausgetragen werden. Mit unserer Verantwortung für den Holocaust sind wir dazu nahezu gezwungen, jede gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit entschieden zu bekämpfen. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Frau Kollegin Goldbach. Das Wort hat jetzt der Kollege Tobias Utte, CDU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Becker. Vor dem Hessischen Landtag weht die Flagge Israels. Dies ist ein Zeichen gegen Antisemitismus und ein Bekenntnis zum Existenzrecht Israels. Für dieses Zeichen der Solidarität sind wir dem Landtagspräsidenten Boris Rhein sehr dankbar. Die Bilder der letzten Tage aus dem Nahen Osten sind verstörend und schockierend. Mehr als 4.000 Raketen hat die islamistische Hamas von Gaza aus auf Israel abgefeuert. Dieser wahllose Beschuss ist ein langfristig geplanter und organisierter Terrorakt und durch nichts zu rechtfertigen. Er dient allein dazu, Furcht und Schrecken unter der Zivilbevölkerung zu verbreiten. Familien werden durch die Raketen in ihren Häusern getötet. Es ist und war richtig, dass Europa die Hamas als Terrororganisation eingestuft hat. Israel hat das Recht und die Pflicht, sich gegen diese Angriffe zu wehren und mit geeigneten Mitteln den weiteren Beschuss seines Territoriums zu unterbinden.
Da die Hamas ihre Angriffe aus dem dicht besiedelten Gazastreifen heraus verübt, kommt es bei den militärischen Gegenmaßnahmen zu Opfern, auch unter der palästinensischen Zivilbevölkerung. Dies ist schrecklich, besonders weil es auch immer wieder Kinder trifft. Kinder kennen keinen Hass. Sie lernen das Hassen erst von den Erwachsenen. Wir wünschen uns, dass die Auseinandersetzungen so schnell wie möglich enden und keine weiteren Opfer zu beklagen sind. Am vergangenen Wochenende gab es Demonstrationen auch in Hessen. Frau Goldbach hat auf das Interview mit Herrn Mendel hingewiesen, der versucht hat zu erklären, das Phänomen, dass so viele junge Menschen daran teilgenommen haben. Sicherlich zum Teil auch aus echter Sympathie und Mitleid mit dem Schicksal von Palästinensern. Aber man muss klar sagen, das rechtfertigt niemals antisemitische Sprechchöre oder das Verbrennen von israelischen Fahnen. Entschieden treten wir jeder Form des Antisemitismus entgegen. Für Antisemitismus darf es in unserem Land keinen Raum geben. Unerträglich ist es, wenn Bürgerinnen und Bürger jüdischen Glaubens angegriffen und Synagogen mit Steinen beworfen werden. Dies dulden wir nicht. Alle Menschen in unserem Land sollen sich ohne Angst frei bewegen können. In diesem Jahr gedenken wir daran, dass nachweislich seit 1700 Jahren Jüdinnen und Juden auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands leben. Sie sind Teil unserer Geschichte und Kultur. Das jüdische Leben in Deutschland hat durch den Zuzug aus der ehemaligen Sowjetunion seit den 90er Jahren einen erfreulichen Aufschwung erfahren. Dieses Vertrauen in ein neues Deutschland darf nicht enttäuscht werden. Erfreulich ist es, dass viele Menschen und Organisationen sich in den letzten Tagen entschieden gegen den Antisemitismus wenden, darunter auch Moslems und islamische Verbände. Wir verschließen aber unsere Augen nicht vor der Tatsache, dass zum Beispiel in Syrien und in anderen arabischen Ländern eindeutig antisemitisches Lernmaterial im Unterricht verwendet wird. Dies hat bei einigen Migranten aus diesem Raum Spuren hinterlassen. Dieses Thema muss offen angesprochen werden. Unwahrheiten und Vorurteile über das Judentum müssen aufgedeckt werden. Nicht das Schweigen, sondern nur der Dialog kann hier Veränderungen bewirken. In diesem Zusammenhang verweise ich auch auf die Arbeit der Landeszentrale für politische Bildung. Und wenn man sich wirklich damit beschäftigt, wenn man sich das Material anschaut, es wird hervorragendes Material zur Verfügung gestellt, zum Beispiel zur Frage der Entstehung von Antisemitismus, welche Motive dahinter stecken, ja auch, was in den Menschen vorgeht. Es ist hervorragendes Material für den Unterricht, für die Weiterbildung. Und ich wünsche mir sehr, dass wir Corona überwinden, damit die hervorragenden Bildungs- und Fortbildungsreisen der Landeszentrale nach Israel endlich wieder aufgenommen werden können. Mit Uwe Becker, dem Frankfurter Bürgermeister, hat Hessen einen kompetenten und sehr engagierten Beauftragten für den Kampf gegen Antisemitismus, dessen Arbeit wir voll unterstützen. Vielen Dank. Aber entsetzlich ist es, wie zum Beispiel der türkische Staatspräsident die Stimmung weiter anheizt. Seine verbalen Angriffe gegen unser Nachbarland Österreich sind absolut geschmacklos. Erneut hat er sich als Partner Europas disqualifiziert. Er vertritt nicht die europäischen Werte, die Grundlagen unserer Union sind. Antisemitismus ist ein schreckliches Krebsgeschwür, das eine freiheitliche Gesellschaft vergiftet. Daher gilt es auch, über die rechten, linken und auch christlichen Ursprünge von Antisemitismus aufzuklären. Ich fand es vorbildlich, wie zum Beispiel im Rahmen der Reformationsdekade die evangelische Kirche den Judenhass Martin Luthers und die Verstrickungen der Kirche in Antisemitismus aufgedeckt hat. Der christlich-jüdische Dialog in unserem Land ist vorbildlich
und könnte eben auch ein Vorbild sein für das Gespräch mit dem Islam. Und die heutige Rhetorik der AfD ist für mich wirklich nur schwer ertragen. Immerhin wird sie in ihrer noch jungen Geschichte immer wieder von antisemitischen Entgleisungen begleitet. Wenn Sie es auch nur ein bisschen ehrlich meinen würden, dann müssten Sie unter Ihren Mitgliedern aufräumen und Antisemiten rausschmeißen. Herr Kollege Utter, Herr Kollege Lambrou wollte Ihnen eine Zwischenfrage stellen. Lasse die zu. Nein? Gut. Meine. Wir haben das schmerzlich erfahren. Wir haben ein Mitglied ausgeschlossen, das sich so verhalten hat. Und das war richtig so. Und wo ist dieser Mann heute gelandet? Durch die ungeheuerlichen Verbrechen des Nationalsozialismus kommt unserem Land eine besondere Verpflichtung zu, selbst kleinste Anfänge von Antisemitismus entschieden zu begegnen. Und Bundeskanzlerin Merkel hat recht. Das Existenzrecht Israel ist Teil der deutschen Staatsräson. Nach der Shoah ist das Fortbestehen eines deutschen Staates nur erträglich, wenn er die Konsequenzen aus diesem ungeheuerlichen Menschheitsverbrechen zieht und in praktische Politik umsetzt. Daher treten wir für das Existenzrecht Israels ein und fördern alle Bemühungen für einen Frieden im Nahen Osten. Dazu gehört im Übrigen seit vielen Jahren die humanitäre Unterstützung auch für die Palästinenser. Doch genauso gehört dazu, dass wir jede finanzielle Unterstützung des Terrors aus Deutschland heraus unterbinden. Die Waffen müssen schweigen, und das Gespräch über einen Frieden für alle muss beginnen. Die Zeit dafür ist mehr als reif. Shalom. Vielen Dank, Kollege Utter. Nächste Rednerin ist die Fraktionsvorsitzende der SPD, Frau Kollegin Nancy Faeser. Nancy, bitte. Dankeschön, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Ich muss in diesen Tagen oft an den ehemaligen Ministerpräsidenten Yitzhak Rabin denken und daran, wie greifbar nah der Frieden im Nahen Osten einst schien. Umso schmerzhafter ist der Blick auf die aktuelle Lage. Seit nunmehr 14 Tagen ist der Konflikt militärisch eskaliert. Mehr als 200 Opfer sind bereits zu beklagen. Und ich will an dieser Stelle sehr deutlich machen, die Angriffe der Hamas auf Israel, der Terror der Hamas muss sofort beendet werden. Er ist durch nichts zu rechtfertigen, und wir Sozialdemokraten verurteilen ihn aufs Schärfste. Ich bin zutiefst betroffen durch den Dauerbeschuss auf Israel, und wir dürfen eines nie vergessen. Israel schützt seine Zivilbevölkerung. Im Kontrast dazu steht, dass die Hamas die eigene Zivilbevölkerung als lebende Schutzschilde für die eigenen Waffen benutzt, meine Damen und Herren. Und ich bin Bundespräsident Steinmeier sehr dankbar, dass er den Menschen in Israel seine uneingeschränkte Solidarität ausgesprochen hat. Israels Sicherheit ist deutsche Staatsräson. Denn wir Deutschen haben nach den Gräueltaten der Nazis eine besondere Verantwortung für Israel. Wer das Existenzrecht Israels infrage stellt, der muss mit unserem erbitterten Widerstand hier in Hessen rechnen, meine Damen und Herren. Auch ich möchte für die Sozialdemokratie in Hessen und in Deutschland sagen, dass wir fest an unserer Seite der Freunde und Partner in Israel stehen, und zwar ohne Wenn und Aber. Das ist es, was Staatsräson meint. Und es ist tragisch, dass die internationale Staatengemeinschaft sich nicht auf ein gemeinsames Handeln oder Vermitteln verständigen konnte. Denn wir brauchen jetzt einen internationalen Kraftakt der Vermittlung. Deshalb ist es gut, dass Außenminister Heiko Maas heute in Israel ist und dort versucht zu vermitteln.
Der Nahostkonflikt, das haben meine Vorredner schon gesagt, beschäftigt natürlich die Menschen auch in Hessen. Und es ist auch klar, dass hier kontrovers diskutiert wird. Doch es gibt keine Entschuldigung oder Rechtfertigung für Antisemitismus. Und ich stimme Landtagspräsident Boris Rhein zu, dass auf deutschen Straßen die israelische Flagge verbrannt wird, dass jüdische Synagogen mit Steinen beworfen und antisemitische Parolen skandiert werden, ist unerträglich und beschämend, meine Damen und Herren. Angesichts der aktuellen Bedrohungslage müssen die Sicherheitsvorkehrungen für jüdische Gebäude in Hessen noch einmal überprüft und angepasst werden. Ich spreche von Synagogen, Gedenkstätten, Gebäuden der jüdischen Gemeinde und Kindertagesstätten. Und ich mag mir als Mutter kaum vorstellen, wie furchtbar es sein muss, wenn jüdische Mütter und Väter ihre Kinder morgens mit dem unsicheren Gefühl in eine jüdische Kita zu bringen, im Wissen, dass diese Kita Ziel eines Anschlages sein könnte. Eine Kita, ein Ort, an dem Kinder geborgen und sicher sein sollten. Eigentlich. Ich finde das als Mutter beängstigend und ich finde es beschämend. Und dass all das gerade in Deutschland passiert und Schutzmaßnahmen notwendig sind, finde ich unerträglich. Und es ist sicherlich für viele von uns unvorstellbar, wie das ist, wenn man in Israel oder auch im Gazastreifen wohnt und diese tägliche Angst um die eigenen Kinder allgegenwärtig hat. Wir müssen hier vor Ort tun, was wir können, um diesem Hass, dem Antisemitismus, zu begegnen. Eine der wesentlichsten Maßnahmen gegen Antisemitismus ist eine umfassende und früh beginnende Präventionsarbeit an unseren Schulen und mit gemeinsamen Besuchen in Israel und vor allen Dingen in Gedenkstätten wie Yad Vashem, wie wir es in unserem gemeinsamen Antrag heute auch vorschlagen. Und ich könnte mir auch vorstellen, auch in Hessen einen runden Tisch gegen Antisemitismus ins Leben zu rufen. Neben der jüdischen Gemeinde und anderen Vertretern der Zivilgesellschaft sollten auch Sicherheitsbehörden und insbesondere Bildungseinrichtungen daran teilnehmen. Auch deshalb unterstütze ich den Vorschlag von Israels Botschafter Jeremy Isacharov, dass Juden und Muslime in Deutschland ins Gespräch kommen sollten, ist ein guter und richtiger Vorschlag. Und wir müssen uns ehrlich machen. Wir wissen, dass Antisemitismus im Teil der Bevölkerung tief verankert ist. Schauen wir uns zum Beispiel nur die rechtsextremen Verschwörungstheorien an, die auf Querdenker-Demos verbreitet werden. Das ist mir wichtig zu sagen, und gerade hier und heute ist es mir wichtig, weil manche sich nämlich nur dann für Antisemitismus interessieren, wenn er einen Migrationshintergrund hat und damit den eigenen Rassismus verschleiern, meine Damen und Herren. Und genau das haben wir heute Morgen mit der Rede von Herrn Lambrou hier bitter erfahren müssen, meine Damen und Herren. Und deswegen hat Herr Utter recht. Dieser jahrhundertealte Antisemitismus in seiner tödlichsten Form trifft jetzt auf tradierten Israelhass und ich betone von einem kleinen Teil unserer Zuwendergesellschaft und beides können wir nicht tolerieren. Wir dulden keine Übergriffe auf jüdische Einrichtungen und Gedenkstätten, wir dulden keinen Antisemitismus, deshalb muss klar sein, egal wo, egal von wem, wir dulden keinen Antisemitismus. Und wir, meine Damen und Herren, stellen uns diesem Hass entgegen, immer und überall. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollegin Nancy Faeser. Nächster Redner ist der Vorsitzende der FDP-Fraktion, Kollege René Rock, Seligenstadt. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Die Bilder aus Israel erschrecken uns zutiefst. Die Europäische Union
muss sich für eine friedliche Lösung des Nahostkonflikts einsetzen, und sie muss ihre Sprachlosigkeit überwinden. Die internationale Gemeinschaft muss Haltung zeigen. Die Angriffe durch die Terrororganisation Hamas und islamischer Dschihad dürfen nicht toleriert werden. Denn das Existenzrecht Israels ist nicht verhandelbar. Die Sicherheit Israels ist Teil unserer Staatsräson. Dazu gehört die Sicherheit, nicht angegriffen zu werden, die Sicherheit, in Frieden leben zu können. Eine Unterstützung der Terrororganisation Hamas kann und darf in einem friedlichen, freiheitlichen Land wie Deutschland nicht existieren. Auch deshalb, weil die Hamas zivile Opfer in der eigenen Bevölkerung billig in Kauf nimmt. Sehr geehrte Damen und Herren, die Bilder aus Israel haben uns zutiefst bestürzt. Die Bilder aus Israel, aber auch die Ausschreitungen, die in unseren eigenen Straßen zu sehen waren. Die Eskalation im Nahen Osten ist nicht die Ursache für den Antisemitismus in Deutschland, aber sie ist ein Auslöser für die antisemitistischen Ausschreitungen, die wir hier bei uns erleben mussten und immer noch erleben. In den letzten Tagen haben Israel-Flaggen auf deutschen Straßen gebrannt. In den letzten Tagen wurden Steine auf Synagogen geworfen. Antisemitistische Sprechchöre halten durch unsere Innenstädten, auch in Frankfurt. In den letzten Tagen hat sich wieder schmerzlich gezeigt, Antisemitismus ist kein Problem der Vergangenheit. Antisemitismus ist eine Gefahr der Gegenwart. Für uns ist klar, es kann keine Rechtfertigung für Antisemitismus geben. Ganz gleich von wem. Es gibt keine Rechtfertigung für die Bedrohung von Jüdinnen und Juden in unserem Land, ihren Einrichtungen und Synagogen. Es ist unsere historische Verantwortung, gerade in diesen Zeiten Jüdinnen und Juden zu schützen. Jüdisches Leben gehört zu uns. Meine Damen und Herren, Antisemitismus gewinnt in diesem Land wieder an Boden. Das haben uns die Ausschreitungen der vergangenen Tage gezeigt. Dieser Antisemitismus hat unterschiedliche Formen und Ausprägungen. Die AfD spricht von importierten Antisemitismus und meint die Tatsache, dass beispielsweise bei Demonstrationen in Frankfurt insbesondere junge Menschen mit Migrationsgeschichte auf unseren Straßen demonstriert haben. Was aber verschweigen Sie damit? Sie verschweigen, dass viele dieser jungen Menschen schon in der zweiten und dritten Generation in diesem Land leben. So wird das eigene Problem zum Problem vermeintlich Fremder. Stattdessen muss es um die Frage gehen, wie wir als Gesamtgesellschaft gegen Antisemitismus vorgehen. Es ist eine Aufgabe von uns allen. Wir alle müssen, um die Worte von Präsident Rhein zu zitieren, Flagge zeigen. Symbolisch tun wir das bereits, die israelische Flagge ist vor dem Landtag gehisst. Flagge zeigen heißt aber auch deutlich machen, dass jede Form von Antisemitismus inakzeptabel ist und dass strafrechtlich relevante Taten in diesem Spektrum vom Rechtsstaat verfolgt werden. Flagge zeigen sollten wir aber auch, indem wir zeitnah eine hochrangige Delegationsreise unternehmen. Unter Einbeziehung der Stiftungen vor Ort, so zeigen wir, dass wir fest an der Seite unserer Freunde in Israel stehen. Zudem sollten die regionalen Städtepartnerschaften weiter ausgebaut werden. Denn Solidarität heißt Begegnung. Das Abstrakte wird durch die Nähe konkret. Die vielfältigen Verbindungen, die dieses Bundesland mit Israel hat, müssen weiter gestärkt werden. Sehr geehrte Damen und Herren, in Israel gibt es viele Engagierte und in Hessen gibt es viele engagierte Akteure, die gegen den Antisemitismus eintreten. Die jüdischen Gemeinden natürlich, das Jüdische Museum in Frankfurt, das letztes Jahr wieder eröffnet hat, und der Antisemitismusbeauftragte Uwe Becker, der Bürgermeister Frankfurts. Vielen Dank, dass Sie heute hier sind, Herr Becker. Das Fritz-Bauer-Institut oder die Bildungsstätte Anne Frank, um nur einige zu nennen. Die Institutionen und die Stimmen gegen den Antisemitismus brauchen unsere volle Unterstützung. Sie alle treten gegen Hass und Hetze ein und klären auf bzw. beziehen Position.
Meine Damen und Herren, über Antisemitismus aufzuklären, ist von grundlegender Bedeutung. Wenn wir die Warnungen der vergangenen Wochen nicht ernst nehmen, kann es noch weiter eskalieren. Junge Menschen, die auf den Straßen ihren Judenhass herausschreien, waren oder sind Schüler in unseren Schulen. Wir müssen daher die Schulen dabei unterstützen, dass sie die politische Bildung stärken können. Erst vor wenigen Monaten haben wir gemeinsam einen Antrag verabschiedet, der vorsieht, dass alle Jugendlichen einmal in ihrer Schullaufbahn eine Gedenkstätte für die Opfer des Dritten Reiches besuchen. Im vorliegenden Antrag treten wir zudem für eine Stärkung der Schulpartnerschaften ein, insbesondere mit der Gedenkstätte Yad Vashem. Bei der Bekämpfung von Antisemitismus in unserem Land spielen die Schulen eine zentrale Rolle. Um die friedliche Existenz Israels langfristig zu sichern, müssen wir uns für eine friedliche Beilegung des Nahostkonflikts einsetzen, auf deutscher wie auf europäischer Ebene. Für uns ist klar, das Eintreten gegen Antisemitismus gehört zu unserer historischen Verantwortung. Die Solidarität mit Israel und das Existenzrecht dieses Staates sind für uns nicht verhandelbar. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Rock. Das Wort hat nun die Vorsitzende der Fraktion Die Linke, Frau Kollegin Janine Wissler. Bitte sehr, Janine. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Gerade angesichts der deutschen Geschichte gilt, jeder Form des Antisemitismus, ob Steine gegen Synagogen, Hass in den sozialen Medien oder Gewaltdrohungen gegen Jüdinnen und Juden, muss entschieden entgegengetreten werden. Es ist nicht akzeptabel, wenn Jüdinnen und Juden in Deutschland für die israelische Regierungspolitik verantwortlich gemacht oder gar angefeindet werden. Es ist völlig legitim, sich solidarisch mit den Palästinensern zu zeigen, die israelische Regierung zu kritisieren und dagegen zu demonstrieren, aber nicht vor Synagogen und nicht mit judenfeindlichen Parolen. Es ist beschämend, dass jüdische Einrichtungen wie Kindergärten, wie Schulen und Synagogen immer und derzeit verstärkt polizeilich geschützt werden müssen, weil sie Bedrohungen ausgesetzt sind. Dass viele Juden Angst haben, die Kippa zu tragen, dass Sportler von Maccabi von Anfeindungen und Bedrohungen berichten, damit, meine Damen und Herren, dürfen wir uns nicht abfinden. Es gab in den letzten Jahren einen deutlichen Anstieg antisemitischer Straftaten. Über 2.300 antisemitische Straftaten haben die Behörden im Jahr 2020 registriert. Das sind rund 16% mehr als im Vorjahr. Das ist ein neuer Höchststand seit Beginn der Erfassung. Der größte Teil der antisemitischen Delikte, um die 90%, gehen auf Tatverdächtige aus dem rechten Milieu zurück. Viele Vorfälle werden von der Statistik nicht erfasst. Und viel zu oft werden Hakenkreuzschmierereien und antisemitische Beleidigungen bagatellisiert. Über 40% der befragten Juden in Deutschland geben laut einer Studie an, im Alltag selbst Antisemitismus erlebt zu haben. In keinem anderen Land der untersuchten EU-Länder gibt es einen so hohen Anteil wie in Deutschland. Wer ernsthaft behauptet, Antisemitismus in Deutschland wäre importiert, wie die AfD das heute getan hat, macht den Antisemitismus unsichtbar, der immer hier war, der nie weg war. Und das ist ein Hohn angesichts der deutschen Geschichte. Antisemitismus ist kein neues Phänomen in Deutschland, im Land der Shoah. Gerade die AfD, deren Fraktionsvorsitzender Gauland die Nazizeit als Vogelschiss bezeichnete, die in Landtagen beantragt hat, die Mittel für die Gedenkstätten zu kürzen. Höcke, dem man gerichtlich bestätigt bescheinigen darf, dass er ein Faschist ist, der eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad forderte und beklagt, dass Hitler als absolut böse dargestellt werde. Ausgerechnet Sie wollen über Antisemitismus reden. Sie wollen Muslime diffamieren. Darum geht es Ihnen, hier und überall sonst. Antisemitische Einstellungen sind ein gesamtgesellschaftliches Problem. Und Studien zeigen, wie verbreitet Antisemitismus ist, und zwar in allen Einkommensschichten.
Unter Hochschulabsolventen mit einem Jahreseinkommen von mindestens 100.000 € behaupten mehr als ein Viertel der Befragten, Juden hätten zu viel Macht in der Wirtschaft und in der Weltpolitik. 41% sind der Meinung, Juden würden zu viel über den Holocaust reden. Das zeigt, Antisemitismus ist nicht auf die extreme Rechte beschränkt, sondern es sitzt tief in der Gesellschaft. Ja, und natürlich gibt es auch Menschen mit Migrationsgeschichte und Muslime mit antisemitischen Einstellungen. Aber die Zunahme von antisemitischen Straftaten lässt sich nicht auf Zuwanderung zurückführen. Ein Brandbeschleuniger sind hingegen rechte Verschwörungsideologien angesichts der Corona-Pandemie, die sich sehr häufig antisemitischen Stereotypen bedienen. Und an diesen Demonstrationen haben Sie ja teilgenommen. Gideon Botsch, der Leiter der Forschungsstelle Antisemitismus und Rechtsextremismus am Moses-Mendelssohn-Zentrum, stellt fest, Zitat, im vergangenen Jahr haben die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen erheblich dazu beigetragen, antisemitische Vorurteile zu verbreiten. NS-Vergleiche, die den Holocaust verharmlosen, sind auf vielen Demonstrationen allgegenwärtig. Menschen, die sich den Judenstern anheften an die Brust und sich dann mit Sophie Scholl und Anne Frank vergleichen. Das ist vollkommen inakzeptabel, und dadurch hat der Antisemitismus eine neue Dynamik, eine neue Radikalisierung erfahren, meine Damen und Herren. Die Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus stellen fest, dass ein beachtlicher Anteil der dokumentierten antisemitischen Vorfälle einen Bezug zur Corona-Pandemie haben. Und manche mögen diese Verschwörungstheorien als Spinnertum abtun. Aber viel zu oft wird aus solchem Wahn ernst. Der Attentäter, der 2016 in München 9 Menschen erschossen hat, wurde von einem Freund als sehr antisemitisch beschrieben. Der Attentäter, der 2019 in Halle 2 Menschen erschossen, nachdem er versuchte, am Feiertag Yom Kippur in eine Synagoge einzudringen, machte in seinem Bekennerschreiben die Juden unter anderem für die Einwanderung von Muslimen nach Deutschland verantwortlich. Und der Attentäter 2020 in Hanau, der 9 Menschen erschoss. Auch er bediente sich NS-Rhetorik vom inneren Feind, der das deutsche Volk bedrohe und forderte unter anderem die Ausrottung der Bevölkerung Israels. 3 Terrorakte in 5 Jahren, alle aus einer ähnlichen Vorstellungswelt gespeist, in der Antisemitismus ein Kernelement ist. Die Täter waren allesamt Deutsche. Gerade im rechtsradikalen und völkisch-identitären Milieu treffen antimuslimischer Rassismus und Antisemitismus zusammen. Und daraus wird dann die Theorie vom großen Austausch, der angeblich von geheimen Mächten gesteuert wird. Und ich finde, dieser Gefahr sollten alle Demokratinnen und Demokraten entschieden entgegentreten. Wer von importierten Antisemitismus redet, vor einer Islamisierung warnt und von Bevölkerungsaustausch schwadroniert, wie das die AfD, aber auch andere Akteure und bestimmte Medien tut, der lenkt nicht nur ab, der ist Teil des Problems, weil Musliminnen und Muslime sind selber bedroht in diesem Land durch Rassismus. Und deswegen ist es notwendig, allen Formen der gruppenbezogenen Menschlichkeit etwas entgegenzusetzen. Und unsere Solidarität gilt all den Menschen, die betroffen sind von Antisemitismus und Rassismus und die sich in Bündnissen dagegen engagieren und Solidarität zeigen. Weil, um Antisemitismus wirksam zu bekämpfen, brauchen wir Bildungs- und Präventionsprojekte. Lehrkräfte und Behörden müssen sensibilisiert werden, damit sie Antisemitismus erkennen und handeln. Und natürlich müssen wir die Erinnerungskultur stärken und aufrechterhalten. Meine Damen und Herren, klar ist, der Nahostkonflikt ist weder die Ursache noch die Rechtfertigung für Antisemitismus. Und deswegen sollten die Debatten auch nicht völlig miteinander vermengt werden. Leider wird die aktuelle Eskalation genutzt, um aus eigenem Interesse Hass zu schüren und Konflikte anzuheizen, wie wir das gerade beim türkischen Präsidenten Erdogan erleben. DIE LINKE verurteilt die massiven Raketenangriffe der Hamas auf Israel. Wir verurteilen die Bombardierung von Gaza, die Zivilisten dort vollkommen ungeschützt trifft. Die Eskalation der Gewalt muss umgehend gestoppt werden. Es muss ein Waffenstillstand vereinbart werden, um Menschenleben zu retten. Es sind schon über 200 Menschen gestorben. Sowohl die israelische wie auch die palästinensische Zivilbevölkerung haben ein Recht auf ein Leben in Sicherheit. Wir kritisieren die israelische Siedlungspolitik, die Annexion der besetzten Gebiete und die Zwangsräumung palästinensischer Bewohnerinnen und Bewohner in Ost-Jerusalem. Und das verstößt gegen das Völkerrecht. Das Existenzrecht Israels bleibt für uns als LINKE in Deutschland eine unwiderrufliche Konsequenz aus der Shoah, aus der Vernichtung der europäischen Jüdinnen und Juden. Als LINKE werden wir uns weiter für eine friedliche Zwei-Staaten-Lösung einsetzen. Deeskalation und Verhandlungen sind nötig statt Waffenlieferungen und Eskalation. Das Unrecht einer verweigerten Selbstbestimmung der Palästinenser muss überwunden werden. Und ich komme zum Schluss, meine Damen und Herren. Ich will auch enden mit einem Zitat
von Meron Mendel aus seinem FAZ-Artikel von dieser Woche, dem Direktor der Anne-Frank-Bildungsstätte, der schreibt, während Tel Aviv und Gaza unter Beschuss waren, haben sich Araber und Juden spontan versammelt und dem Aufruf, wir weigern uns, Feinde zu sein, in die Welt hinausgetragen. In der Nähe meines Heimatsorts versammelten sich viele meiner jüdischen und arabischen Freunde aus der Schulzeit in einem Beduinenzelt. Es mischten sich Trauer und Verzweiflung über die aktuelle Situation mit dem festen Glauben daran, dass es doch eine Alternative zu Hass und Gewalt gibt. Ich wünsche mir, dass wir hier auch diese Menschen wahrnehmen und unterstützen. Gerade sie brauchen unsere Solidarität. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollegin Wissler.